Römisches Weingut, die Römer in Germanien, Villa Rustica Weilberg bei Bad Dürkheim mit einer Römerkelter. Am Ort Ungstein, Südanlage eines Weinberges, heute ein Freilichtmuseum. Einige Gebäude, das Herrenhaus sowie ein Kelterhaus sind teilrekonstruiert. Eine Besiedlung geht auf 50 vor Christus zurück. Der Ausbau in Stein erfolgte zu Beginn des 2. Jahrhunderts nach Christus. Als Folge von Germaneneinfälle wurde die Anlage im 4. Jahrhundert zerstört. Die römische Besiedlung endete im frühen 5. Jahrhundert. Im Ort gab es auch eine Kleinfestung, ein sogenannter Burgus. Die Anlage, zum Teil rekonstruiert, hat 7,5 Hektar Fläche. Dominant das Herrenhaus nach Süden gerichtet. Vorgeblendet eine dreiseitige Portikus, Säulengang, Halle. Der in Germanien bekannte Bautyp, eine Risalitvilla mit U-förmiger Portikus. Die nahegelegene Villa Wachenheim ist ähnlich konstruiert. Im hinteren Bereich ein großer Innenhof. Westlich des Hauptgebäudes konnte ein Gebäude als Kelteranlage identifiziert werden. Nach Traubenkernenfunden sollen Vorläufer von Riesling, Traminer und Burgunderreben angebaut worden sein. Die Tretkelteanlage ist rekonstruiert und funktionsfähig. Im Freigelände sind Steinsarkophage der Spätantike ausgestellt. Das günstige Klima begünstigt hier die Pflanzung von Feige, Pinie und Mandel. Villa Rustica Wachenheim, ein römisches Landgut südlich von Bad Dürkheim an der Bundesstraße 271. Erst 1980 entdeckt. Die Grundmauern wurden restauriert. Über Hauptgebäude und Keller-Badetrakt ein Schutzdach. Früheste Funde stammen aus der Jungsteinzeit. 20 nach Christus von Römern besiedelt und bis in das 5. Jahrhundert verwendet. Herrenhaus, Portikusvilla mit Risaliten. Das Hauptgebäude umfasste eine Halle oder einen Innenhof. Kanalbeheizte Bäder, Bauelemente, Wasserrinnen, Wohnräume und Kelter sind archäologisch gesichert.